Gamzo Mog, Banji, Baribi, Damse Bruhana, Wasabit, Joy, Honram. Willkommen zurück zu einem neuen Part bei unserer Not So Berry Challenge. Ja, wie du gesehen hast, ist noch einiges passiert, als wir noch in den letzten Stunden in unserem Urlaubshaus waren und dann sind wir wieder nach Hause gereist, weil unser Urlaub zu Ende war. Nicht nur, dass die Minty die Voodoo-Puppe eingesetzt hat, wir haben sie an eine bestimmte Person gebunden und zwar an die, wo ist sie? An die Fumika. An sie ist unsere Voodoo-Puppe jetzt gebunden. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie das dann so funktioniert, was wir machen müssen. Aber wir haben hier Dankeschön-Post bekommen. Das sehe ich ja eben erst. Das müssen wir gleich mal aufpacken und gucken, was da so drin ist. Auf jeden Fall, die Voodoo-Puppe ist an Fumika Shino gebunden. Und die Minty ist offiziell schwanger. Wir haben die Benachrichtigung bekommen, ihr Bäuchlein ist so schön hinausgeploppt. Wie du siehst, sind wir schon in der neuen Stadt. Wie heißt die Stadt? Moment. Die neue Stadt heißt Tartosa. Da sind wir aktuell, denn wir haben ja in der letzten Folge am Ende einen Hochzeitskuchen gekauft. Und den haben wir jetzt hier beim Trevor im Inventar. Ich habe ihn diesmal nichts geklickt, einfach nur ins Inventar gepackt. Und diesmal ist es leider eine andere Torte, aber ich finde, die passt sogar eigentlich noch ein bisschen besser zu Minty und Trevor, weil die komplett einerseits weiß ist, aber hat so eine grün-türkise Verschnörkelung, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt wird's ernst, wir kaufen der Minty in Brautstrauß. Ich finde es total krass und freue mich schon total. Der Trevor ist hier hinten ein bisschen am Liedchen trällern. Er dachte sich einfach mal, ja komm. Er packt seine Gitarre aus und hat auch schon ein paar Fans hier. Unsere Minty sitzt hier und wundert sich gerade ein bisschen über ihren Bauch. Kann es immer noch nicht so fassen. Wir haben jetzt auch einen Schwangerschaftsmutlet. Seltsame Bauchschmerzen, weil etwas Lustiges gegessen hat. Minty fühlt sich irgendwie seltsam. Sie muss irgendetwas Falsches gegessen haben. Was ist das hier? Schlechter Handel. Ach so, ja, wir haben versucht, mit dem Brautstrauß-Typen da zu handeln, aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Hochzeitsstrauß kaufen. Minty, pack dein Handy bitte ein. Es geht los. Ich bin sehr gespannt, für welchen wir uns entscheiden werden. Oh, die sind alle voll schön. Ui. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas Weißes, was halt zur Minty passt. Sowas in ihren Farben, aber halt schon weiß. Jetzt nicht standardweiß, aber jetzt auch kein rosaner, denn finde ich passt jetzt nämlich nicht so. Wir haben weiße Rosen, blaue Rosen, dann haben wir so einen bunten Mix. Hier haben wir weiße Rosen, zarter Rosenstrauß aus weißen Rosen. Was ist jetzt der Unterschied? Strauß weiße Rosen. Ah, der ist ein bisschen pompöser. Der ist eher so klein und schlicht. Hm. Minty, was denkst du denn? Pompös oder leicht und schlicht? Oder vielleicht diese hellblaue? Das könnte so Mintys Farben sein. Schade, dass man die sich nicht mal angucken kann. Hm. Weiß, komplett weiß oder so mit diesem Hellblau drin? Ich glaube, wir nehmen den Hellblauen, weil was anderes in Mintys Farben gibt es nicht, außer dass da halt dann noch Rot und Gelb mit dabei sind. Das finde ich dann ein bisschen unpassend. Aber ich glaube, wir nehmen den da. Einmal bitte kaufen. Tschak. Minty, du hast deinen Brautstrauß gekauft.
Vielen Dank für den Einkauf. Du findest die von Minty gekauften Objekte in deinem Inventar. Da ist er schon. Was können wir jetzt machen? Strauß festhalten. Voll cool. So, Minilein. Na, ihr zwei Süßen. Ist das schön. So, Mini. Du döst mir gleich ein, gell? Pack mal deine Fanpost auf. Jo, du hast Fanpost erhalten. Sie ist an diese Heldin von Strangerville adressiert. Sieh im Inventar von Minty nach, um was es sich handelt. Wir haben einen Fisch bekommen. Sehr cool. Können wir was kochen? Die nächste Post. Noch ein Fisch. Einen grünen Salmler und ein Ritze. Oh mein Gott, was Namen. Oh, wir haben einen Tonklumpen bekommen. Und noch ein Tonklumpen. Gut. Entweder kriegen die Kinder die Tonklumpen. Habe ich gerade so spontan überlegt. Du, jetzt geht die Kamera weg. Oder wir verkaufen sie, weil ich kenne meine Sims. Und man kennt es auch aus anderen Let's Plays. Die machen damit irgendwie immer nur Schrott. Und vor allem, sie hängen dann süchtig danach. So, was ich aber jetzt gerne mal testen möchte, ist, was wir so mit der Voodoo-Puppe machen können. Also hier steht zu Favoriten hinzufügen, in Welt platzieren, Fumika herbeirufen. Oh, sollen wir das mal machen? Okay, ich klicke es jetzt und dann bin ich mal sehr gespannt, was die Minty macht, wenn sie sich fertig entspannt hat. Na, Trevor, war das cool mit dem... So, die ganze Familie ist einmal umgezogen worden und oh, ich finde es so süß. Ich finde es so cool, dass der Kubi jetzt ein Kind ist und ich finde, er ist voll goldig geworden. Die kleine Maus freut sich voll über ihren großen Bruder. Lebensstil im Aufbau. Was für ein Lebensstil dann? Sich hier zu entspannen. Und ich finde, der Minty, ihr Babybäuchlein, voll süß. Ich muss sagen, es ist irgendwie kleiner als bei den anderen beiden. Aber gut, sie hat auch durch den einen Mod, den ich drin habe, ein bisschen abgenommen, damit den Kalorienzufuhr irgendwie bei den Sims, das wird da ein bisschen geregelt, irgendwie sowas. Und ja, ich finde es voll cool. So, Mini, ich denke, du hast dich jetzt genug entspannt. Ich möchte jetzt mal, dass du mit deiner Voodoo-Puppe ein bisschen interagierst. Okay. Wo ist sie jetzt? Wo ist die? Die Fumikai oder wie sie heißt. Mal gucken, vielleicht ist sie schon auf dem Grundstück. Kamera zensieren. Da ist sie. Oh mein Gott, das hat ja voll funktioniert. Interessantes Outfit hast du an, meine Liebe. Sehr interessant, muss man wirklich so sagen. Also sehr selbstbewusst, sehr stylisch. Kommt, läuft sie jetzt direkt zur Minty? Oder wie funktioniert das jetzt? Und was können wir dann machen mit ihr, Mini? Sie läuft voll zur Mini. Ja, und was ich heute auch noch ein bisschen machen wollte, ist ein paar Braut- und Trauzeugen suchen, die die Minty und den Trevor so ein bisschen unterstützen. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob wir mit ihr irgendwie was machen können. Und jetzt Voodoo-Puppe? Achso, ich sollte vielleicht auch auf die Voodoo-Puppe gehen. Was können wir jetzt machen? Voodoo-Puppe praktizieren. Voodoo praktizieren. Liebkosen, kitzeln, herumtoben, durchnässen, pieksen. Sollen wir sie erstmal durchnässen? Ich glaube, das ist jetzt noch sehr harmlos. Ich gucke jetzt einfach mal. Warum bist du traurig? Geteiltes Leid. Wieso bist du traurig? Wer ist traurig von euch? Hä? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Unser Kupi ist auf jeden Fall unser Blumenkind. Können wir mal gerade ganz schnell gucken, ob ich das schon bearbeitet habe. Genau. Gestern haben wir insgesamt 14 Stück. Wir haben hier Ring, Blumen, Trauzeugen, Offiziant und der Ringträger wird unser kleiner Kupi sein. Schade, dass unsere kleine Mausi nicht das Blumenkind sein kann. Aber gut, das ist dann halt eben so und ich kriege sie auch nicht so weit hoch, dass sie halt noch Geburtstag hat vor dem Hochzeitstag. Das wäre zu knapp und zu schnell hinter dem Cooper, wenn ich das sagen kann, weil sie hat ursprünglich hier Geburtstag. Wir haben den Kupi ja auch nur so 3-4 Tage vorgezogen. Deshalb wird sie als kleiner Toddler noch auf dem, ja,
unterwegs sein, aber du könntest mal mit dem Papi eine Sandskulptur bauen. Und die Mini macht jetzt was? Ihr Gesicht sagt alles. Oh mein Gott, Mini, du machst mich kirre. Haust du das jetzt einfach auf die Voodoo-Puppe? Wartet, wir stellen uns immer so, dass wir sie sehen. Dass wir Minty sehen und sie. Und jetzt? Okay, sie hat es draufgekippt. Und jetzt? Und jetzt, Mini? Wie funktioniert das jetzt? Ist sie jetzt nass? Oder ist sie nicht nass? Ich glaube, das hat irgendwie nicht funktioniert. Okay, wir müssen zu härteren Maßnahmen greifen. Wir werden sie mal kitzeln. Und? Okay, entweder funktioniert es nicht. Oder, also sie macht die ganze Zeit so komische, so, dass es ihr unangenehm wäre. Aber das ist jetzt nicht so die Reaktion, die ich eigentlich... Jo, jetzt hat sie voll die Puppe gestochen. Und wie reagierst du da jetzt drauf? Merkst du schon, dass irgendwas ist? Sie guckt auf jeden Fall nicht sehr glücklich. Und? Also wir kriegen es hier angezählt. Aber irgendwie kommt keine Reaktion von ihr. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so? Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Ne, Trevor? Und dann kannst du mit der kleinen Mausi mal ein bisschen spielen. Freundlich. Beziehungsweise Kommunikation. Ihr müsstet ein bisschen sprechen. Mal gucken, ob unsere eingeladenen Gäste jetzt bald kommen. Er wird gleich da sein, das ist schon mal sehr gut. Dann schauen wir einfach mal, ob wir unsere Trauzeugen heute bekommen. Das wäre voll cool. Und sie wird auch gleich da sein, voll cool. Was ist jetzt mit dir los? Spiel nicht mit mir. Arg, so viel Spielen macht mich rasend. Schatzi, der Papi spielt doch gar nicht mit dir, der Papi lernt. Die Mami hat schon wieder ein Alien-Baby-Gefühlung bekommen. Ne, Mini? Mini, möchtest du hier nochmal ein bisschen Einkaufsbummel machen? Und unser Schatzi, haben wir nicht hier irgendwo so ein Spielgedöns gehabt? Wo er, weißt du, so ein bisschen klettern kann? Witzkopf, sorglos, musterhaftes Kleinkind. Seine Manieren sehen soweit schon echt gut aus. Konfliktlösung ist ein bisschen unten, aber okay, gut. Er ist ja auch erst seit einem Tag ein Kind. Fähigkeiten sehen auch schon sehr gut aus. Wir begleiten dich mal. Und bestreben, wir müssen Sozialfähigkeit erlernen, eine Freundschaft fürs Leben schließen. Aber wir sind schon beim zweiten irgendwie cool. Mit 3 anderen Kindern anfreunden, mit 2 Erwachsenen anfreunden, Level 10 der Sozialfähigkeit erreichen. Voll cool. Voll cool. Und macht das Spaß? Sein Schatten sieht sehr lustig aus. Kannst du dich da nicht ins Boot setzen? Schade. Und wir werden uns jetzt einfach immer freundlich vorstellen, ein bisschen uns mit ihm unterhalten. Aber das Erste, was wir jetzt machen, bevor unser Kupi irgendwie was passiert, wir werden ihn aus dem Wasser holen. Was ist bei dir schon wieder los? Nase voll von Wörtern. Ei, dann spiel du ein bisschen hier im Sand, meine süße Maus. Und du kannst auch im Sand spielen. Minis am Stadtbummel machen. Und wir werden sie mal dann auch hierher teleportieren. Gib mal deine Verlobung bekannt, Trevor. Du kannst dann mal von der bevorstehenden Hochzeit schwärmen. Dann lernen wir ihn noch ein bisschen kennen. Kannst ihn mal versuchen zu trösten. Er ist irgendwie verängstigt. Ich glaube, irgendwie, wo er herkam, war Gewitter.
kannst mal von Akustikgitarre schwärmen und dann werden wir ihn fragen, ob er auf der Hochzeit Trauzeuge sein möchte. Tada! Minnie und die Liberty sind auch am Quatschen. Kannst du mal von der vorstehenden Hochzeit schwärmen? Und hat es funktioniert? Trevor? Was geht jetzt hier ab? Eifersüchtig sein? Auf wen bist du denn jetzt bitte eifersüchtig? Trevor kann es kaum abwarten, jedem von seiner Verlobung zu erzählen. Es ist sein liebstes Gesprächsthema, weil er es einfach nicht mehr für sich behalten kann. Die Hochzeitsplanung kann beginnen. Wie cool. Und hast du ihn jetzt schon gefragt? Du schwärmst jetzt von der Hochzeit? Okay, Bitten von der Hochzeit kommen dann später. So, meine Liebe. Nee, du bist nicht eifersüchtig. Du hast überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. So, du wirst dich mit der Liberty noch ein bisschen unterhalten. Tiefgründige Unterhaltung. Und dann kannst du eigentlich auch mal die Verlobung bekannt geben. Verlobung bekannt geben und kannst sie dann auch mal direkt fragen, ob sie dein Trauzeugensim sein möchte. Tada! Und dann haben wir die beiden nämlich auch schon als Trauzeugen. Die kleine Mausi ist immer noch voll traurig. Hey, Süß, ist doch alles okay. Schau mal, dein Bruder ist da, mit dem kannst du dann ein bisschen dich unterhalten. Kannst ihn mal liebevoll umarmen, nach Welt fragen, bei LKWs reden. Ne, ist das nicht eine Idee? Wo bist du? Ah, ihr seid hier hin. So, dann fragt ihr mal eure Freunde, ob sie Trauzeugen sein wollen. Och, Mini, also jetzt reicht's. Ich glaube, er hat ja gesagt. Ich glaube, er hat ja gesagt. Was ist hier? Eifersuchtsanfall. Oh, Minnie, du bist echt schlimm manchmal. Darf ich das mal so sagen? Was war denn das jetzt? Okay. Okay, Mindy hat es ihr bekannt gegeben, dass sie verlobt ist. Und sie hat scheint auch ja gesagt. Wie cool. Superschön. Uns zu ehren. Wie cool. Dann haben wir unsere Trauzeugen-Sims schon mal. So, da die Mindy jetzt keinen Grund hat, eifersüchtig zu sein, kann der Trevor nochmal über die Hochzeit schwärmen und wird sie dann mal küssen, sagen, mein Schatz, du bist für mich ein und alles, mein Ein und alles. Keine andere kann dir das Wasser reichen oder kein anderer. Warum auch immer sie jetzt eifersüchtig ist, man weiß es ja nicht. Und machst ihr mal ein Kompliment über das Aussehen. Sag, mein Schatz, du bist schwanger, du kriegst nochmal ein Kind. Auch wenn ich in dem Sinne nicht der biologische Vater bin, freue ich mich trotzdem total. Und er erklärt dir dann nochmal die ewige Liebe. Mini geht eben auch ganz schön auf Toilette. Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir unsere Trauzeugen. Juhu, ich freue mich voll. Voll schön. Nee, das ist doch cool. Dann haben wir unsere Trauzeugen schon. Na, jetzt, zwei Süßen. Und Mindy geht's jetzt besser. Ich weiß, du fühlst dich sehr unwohl. Du musst auf Toilette. Haben wir hier unten eine Toilette? Warte. Warte, ja, hier unten sind Toiletten. Schau mal. Die beiden verstehen sich echt gut. So, Trevorlein. Können wir zusammen tanzen? Ich möchte gern tanzen. Tanzen. Könnt ihr jetzt eigentlich schon langsam zusammen tanzen? Langsamer Tanz mit. Oh! Das muss ich jetzt einmal zum Abschluss machen. Das ist ja voll schön. Silvester werde ich dann in Ruhe mit den Sims alleine zu Hause feiern. Weil das haben wir jetzt schon so oft bei anderen Let's Plays gesehen. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch so hier halten. Auf jeden Fall hat der Trevor sein Dings bisher erfüllt. Minnie ist irgendwie langweilig. Ach, Minnie, du bist mir eine, ey.
Aber die Kids haben Spaß. Das ist echt, das ist süß. Die tanzt da vor sich wie eine kleine Maus. Voll süß. Hey, Süße. Und macht's Spaß? Ja, ich glaube schon, oder? So, Trevor. Möchtest du mit deiner Süßen... Was geht hier wieder ab? Selbstständigkeit. Wollt ihr jetzt zusammen tanzen? Einen langsamen Tanz? Mit deiner Mini... Dann komm, testen wir das mal. Und? Macht ihr das jetzt? Oh, wie schön. Och, wie süß. Und das volle Schöne ist ja, die Minty wird heiraten mit Babybauch, was ich voll schön finde. Ach Gott. Voll schön. Ich finde es so schön. Also ich bin immer noch hin und weg vom Pack. Auch wenn es dezent ein bisschen verbuggt ist, finde ich es trotzdem total schön, das Pack. Es ist so viel da hinzugekommen. Ich kann es immer wieder nur sagen und ich bin absolut begeistert. EA ist ja da auch schon dran, es zu fixen. Und ich denke, wenn das alles funktioniert, kann das super, super schön werden. Aber ich finde jetzt auch schon so kleine Details. Oder das mit dem Brautstrauß, dass man sich den schon kaufen kann. Und ich finde es einfach sehr schön. Was mit deinem Bauch? Hä? Was macht ihr zwar jetzt? Kleinkind überprüfen. Sagt jetzt tschüss. Okay, das ist nicht schlimm. Kannst du nochmal die Stimmung teilen? Geht das? Dass wir das zumindest noch abschließen, bevor wir jetzt die Folge beenden. Verenden wollte ich schon sagen. Mit Hirntröten. Mach das mal. Vielleicht hilft das, den letzten Prozess zu machen. Und das wäre jetzt auch die Einleitung zum Schluss für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wir haben das geschafft, was wir für uns vorgenommen haben. Wir haben eine neue Torte gekauft. Die Minty hat ein bisschen Voodoo gemacht. Was wir allerdings jetzt nochmal machen könnten, wir könnten... Ah, die Fumika ist schon wieder weg. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Dann machen wir das nächste Mal das fertig. Abflüsse in verschiedenen Häusern verstopfen. Den sie verstopfen kann. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob sie das macht. Und ob das da dazu zählt, ja, jetzt stinkst du auch noch, gell? Wir müssen unbedingt nach Hause. Unbedingt. Ja. Kuchen haben wir. Die Outfits sind geplant. Trauzeugin und Trauzeuge werden wir jetzt eben mal ganz ruggi-zuggi einladen. Und Gäste haben wir auch. Einen Offiziant lassen wir jetzt mal weg. Hätten wir eigentlich alles. Genau, wir haben hier, das kann ich dir nochmal gerade zeigen, Hochzeitsschauplatz. Ich denke, das passt sehr gut zu Minty. Und Trevor, und das hatte ich dir ja schon alles gezeigt. Kann sein, dass ich nochmal was rausnehmen werde, aber ich finde es eigentlich voll schön, wenn sie die gelöbte eheliche Kuss, den Hochzeitstanz am Ende vollführen, die Torte zusammen anschneiden und essen und auch so allgemein vielleicht Hochzeitsschmaus dann machen, den Gang hinuntergehen und am Ende vielleicht die Gäste auch den Reis werfen. Das finde ich voll schön, wenn wir das alles irgendwie so hinbekommen. Es geht los ab 11 Uhr, dass wir einfach genügend Zeit mitnehmen, weil man kennt es, man möchte so viel machen, aber hat die Zeit nicht im Hinterkopf und ist dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, wenn es nicht so geklappt hat. Auf jeden Fall, lass dich überraschen für die nächste Folge. Entweder gibt es noch eine Zwischenfolge oder wir starten direkt mit der Hochzeit. Ich bin super gespannt und freue mich so. Und ja, hoffe, du freust dich auch und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.